Hallo und herzlich willkommen zu dieser Einführung in das Literaturverwaltungsprogramm Citavi. Ich möchte Ihnen gerne die Online-Anwendung von Citavi, nämlich Citavi Web, etwas näher bringen. Zunächst gehen Sie auf citavi.com und klicken oben rechts auf das Anmeldesymbol. Sie werden zu einem Anmeldeformular weitergeleitet. Da die TU für Citavi eine Lizenz hat, wählen Sie den Button mit Universität fortfahren. Sollte es damit Probleme geben, wählen Sie Jetzt einrichten und fügen den Hochschulzugang später hinzu. Das zeige ich aber auch gleich noch. Ich wähle jetzt mit Universität fortfahren und werde weitergeleitet. Im nächsten Schritt tippt man Technische Universität Dortmund ein und wählt diese aus. Es folgt der Zwischenschritt der Verifizierung mit dem Uni-Account, danach kommt man in sein Citavi-Konto. Unter Weitere Zugänge können Sie die TU hinzufügen, falls Sie auf Konto einrichten gegangen sind. Haben Sie mehrere Accounts, können Sie diese hier zusammenführen. Klickt man das Fragezeichen an, öffnet sich das Hilfsangebot. Die drei Punkte führen zu Citavi Web. Citavi Web öffnet sich in einem neuen Fenster. Auf der linken Seite werden die zuletzt geöffneten Projekte angezeigt. Rechts sieht man einen RSS-Feed mit Neuigkeiten von Citavi. Über Add-ins und Einstellungen gelangt man zu Informationen zum Word Assistant, der genutzt wird, wenn man Citavi zusammen mit Word nutzen will, und zum Citavi Picker, einem Zusatzprogramm, das einen leicht Daten aus dem Internet in das Citavi-Projekt übertragen lässt. Klicken Sie auf Mehr erfahren, um diese zu installieren. Unter RSS-Feeds könnte man sich weitere Feeds anzeigen lassen und unter Zitationen finden Sie die Kurzbeleg- und LaTeX-Unterstützung, die Citavi anbietet. Gehen wir zurück auf Projekte, haben Sie unten die Möglichkeit, ein neues Projekt anzulegen. Man gibt dem Projekt einen Namen und kann aus unterschiedlichen Farben wählen. Das Übernehmen aus anderen Literaturverwaltungsprogrammen ist auch möglich. Ich gehe aber hier unten auf die drei Punkte und starte mit dem Demo-Projekt von Citavi. Das Projekt öffnet sich wieder in einem neuen Fenster. Auf den ersten Blick gibt es viel zu sehen, aber keine Sorge, ich gehe die einzelnen Funktionen und Programmteile Schritt für Schritt durch. Oben rechts haben wir das Citavi-Symbol. Hier könnte man erneut das Startfenster öffnen oder sich das Projekt in einem weiteren Tab anzeigen lassen. Wir befinden uns im Programmteil Titel. Hier wird die Literatur gesammelt und bearbeitet. Unter Texte kann man mit Markierungen PDF-Dateien bearbeiten. Der Programmteil Wissen organisiert die Wissenselemente in Citavi, also so etwas wie Zitate und Kommentare. Unter Aufgaben kann man sich zu der Literatur verschiedene Aufgaben mit Fortschrittsregler stellen, wie Lesen, Prüfen oder Entleihen. Das Zahnrad bietet Möglichkeiten zur Spracheinstellung und eine Übersicht der Listen, zum Beispiel der Verlage. Nach dieser kurzen Orientierung tauchen wir nun tiefer in die jeweiligen Programmteile ein. Unter Titel hat man auf der linken Seite eine Spalte mit Auswahlfiltern. Mittig wird die Kurzliste der gesammelten Literatur angezeigt. Rechts gibt es dann die Bearbeitungsfunktion für den angewählten Titel. Man kann bibliografische Daten ergänzen, den Titel inhaltlich aufbereiten, indem man Kategorien, Schlagwörter, Gruppen, ein Inhaltsverzeichnis, eine Bewertung und/oder ein Abstract hinterlegt. Der Reiter Zitate enthält die zum Titel gesammelten Wissenselemente. Die Aufgaben finden sich ebenfalls unter dem entsprechenden Reiter wieder. Wie kann ich nun Literatur in mein Citavi-Projekt hineinbekommen? Dafür geht man auf das kleine Plus hier unten und hat verschiedene Möglichkeiten, die ich jetzt durchgehen werde. Als erstes der Upload von PDF-Dateien. Ich kann Dateien in das Feld ziehen oder auf Durchsuchen klicken und die entsprechende Datei auswählen. Das Importieren kann eine Weile dauern. Klicke ich auf Hier, bekomme ich den Importefilter angezeigt und kann den Titel anwählen.
Bei dieser PDF-Datei sind die hinterlegten Daten umfangreich und ich muss nichts ergänzen. Man sollte bei der Übernahme aber darauf achten, ob Angaben fehlen. Schließe ich den Importfilter, werden mir wieder alle Titel angezeigt. Die nächste Importmöglichkeit ist per Identifikationsnummer, wie einer ISBN oder einem DOI. Auf der rechten Seite sind Informationen zur Nutzung aufgeführt und man muss sich entscheiden, in welchen Katalogen und Datenbanken Citavi suchen soll. Das kann man unter Datenquellen ändern einstellen. Gehe ich auf Datenquellen hinzufügen, kann ich beispielsweise im Feld Name Dortmund eingeben und mir werden Dortmunder Bibliothekskataloge angezeigt. Hier wähle ich die für mich relevanten aus und füge sie hinzu. Man kann auch noch die Reihenfolge der Abfrage ändern. Nun gebe ich eine ISBN ein und lasse diese suchen. Wird Citavi fündig, kann ich auch noch Schlagwörter und Standortangaben anklicken und die Auswahl übernehmen. Ich kann wieder auf Hier klicken, um mir den Titel anzuschauen, oder auf der linken Seite auf Importe und dann die Recherche anklicken. Über das Haussymbol kann ich prüfen, ob Standorte mitgekommen sind und falls nicht, diese hinzufügen. Eine andere Möglichkeit zur Übernahme von Daten ist eine Online-Recherche. Auch hier muss ich zunächst von mir gewünschte Kataloge auswählen. Man hat einige wenige Suchfelder zur Verfügung, könnte zum Beispiel nach Autor und Jahr suchen. Ich gebe in das Freitextfeld Wissenschaftlich arbeiten ein und setze die Suche ab. Bei jeder Literaturrecherche sollten Sie eine VPN-Verbindung aktiviert haben, um auf unsere lizenzierten Ressourcen zugreifen zu können. Die Suche kann viele, viele Treffer zutage fördern und die Übersicht ist nicht besonders gut. Findet man aber vielversprechende Titel, kann man diese auswählen und in das Projekt übernehmen. Um die Übernahme aus einer Textdatei zu zeigen, verlassen wir zunächst Citavi. Ich rufe unseren Katalog über die UB-Startseite auf und gebe meine Suchbegriffe ein. Bei einem interessanten Treffer klicke ich auf Details und Volltext aufrufen, wodurch ich auf die Verlagsseite weitergeleitet werde. Hier kann ich nun die Zitationen für den Artikel herunterladen. Datenbanken bieten dafür meistens einen Export-Button. Die Zitation wird heruntergeladen und ich wechsle wieder in mein Citavi-Projekt. Hier wähle ich jetzt Import aus Textdatei aus und kann die gerade heruntergeladene Datei auswählen. Die übernommenen Daten finde ich wieder unter Importe. Zusätzlich zu den bibliografischen Angaben ist bei diesem Titel noch ein Abstract mitgekommen. Als letzte Möglichkeit wird die Übernahme aus anderen Literaturverwaltungsprogrammen geboten. Man kann natürlich auch Titel von Hand aufnehmen, dafür sind die Funktionen hier unten. Zunächst muss man den Dokumenttyp auswählen. Dann kann ich die Felder nach und nach beschreiben.
Bei manchen Feldern gibt es einen Vorschlagsassistenten für den Fall, dass man zum Beispiel die AutorInnen schon einmal verwendet hat. Ich lasse mir wieder alle Titel anzeigen. Als nächstes schauen wir uns den Picker an. Dafür gehen wir noch einmal in den Katalog. Ich setze eine neue Suche ab und gehe wieder auf Detailanzeige. Hinter der ISBN sieht man das Citavi-Symbol. Hierbei handelt es sich um den Picker. Passiert beim Klicken nichts, geht man oben auf das Symbol. Hier wird mir angezeigt, dass kein Projekt geöffnet sei. Ich sage also Citavi Weblogin und muss dann noch einmal zurück auf die Seite, dann werden mir meine Projekte angezeigt. Ich wähle das entsprechende aus und kann sagen, welche Titel übernommen werden sollen. Ich wechsle wieder in das Projekt. Über die Suchfunktion unten kann ich den Titel auch finden. Hat man für den Titel einen Volltext vorliegen, kann man diesen über die Büroklammer unten rechts hinzufügen. Als nächstes wechseln wir in den Reiter Texte. Auch hier wäre diese Möglichkeit gegeben. Ich wähle aus, dass mir zur Bearbeitung nur Titel mit PDF-Anhängen angezeigt werden sollen und entscheide mich für einen Titel. Man kann sich die Spalten für die Bearbeitung zurechtziehen und die Datei vergrößern. Durch das Markieren von Text öffnen sich mir unten neue Möglichkeiten. Ich könnte den markierten Text als wörtliches Zitat aufnehmen oder als indirektes Zitat, eine Zusammenfassung dazu schreiben, einen Kommentar verfassen oder unter mehr Schlagwörter einen Abstract oder ein Inhaltsverzeichnis hinzufügen. Hier könnte ich die Markierung wieder löschen. Der rote Marker lässt mich den markierten Text als Wissenselement speichern und der gelbe ist lediglich zum Highlighten. Ich entscheide mich für das Anlegen eines wörtlichen Zitats. Auch diese Spalte ziehe ich mir größer. Oben sieht man den Typ des Wissenselements, als nächstes die Kernaussage und dann den markierten Text. Die Seitenzahl sollte man in jedem Fall noch einmal überprüfen, damit es sich auch um die tatsächliche Seite des Aufsatzes handelt und nicht um die der PDF-Datei. Man könnte an dieser Stelle auch Schlagwörter hinzufügen oder das Wissenselement Kategorien zuordnen. Unter Wissen findet man alle Wissenselemente mit ihrer Kernaussage, daher sollte diese sprechend sein. Wählt man ein Element an, bekommt man es rechts in vollem Umfang angezeigt. Über die drei Punkte kann man sich zum Beispiel die zugehörigen Kategorien des Elements einblenden lassen. Das Plus lässt einen Gedanken und Kommentare hinzufügen. Ich lasse mir das Kategoriensystem einblenden, das für dieses Projekt erstellt wurde. Es ist aufgebaut wie die Gliederung einer wissenschaftlichen Arbeit. Über die drei Punkte links kann ich die Kategorien bearbeiten. Wähle ich eine Kategorie aus, werden mir die darin vorhandenen Wissenselemente angezeigt. Über das Filtersymbol könnte ich weitere Bedingungen setzen oder die Auswahl aufheben. Das Kategoriensystem findet sich auch im Programmteil Titel wieder. Auch hier konnte ich unter dem Reiter Inhalte die Kategorien bearbeiten. Mit dem Plus füge ich eine neue Kategorie hinzu. Diese ließe sich mit den Pfeiltasten verschieben. Man kann das Kategoriensystem auch voll ausklappen.
Der Stift ist für die Bearbeitung einer Kategorie und das X zum Löschen. In Wissen waren die anderen Filter Schlagwörter und Gruppen. Auch diese kann man sich anzeigen lassen. Kommen wir jetzt zu der Möglichkeit, eine Literaturliste zu erstellen. Dafür geht man in Titel auf die mittigen drei Punkte und wählt Exportieren. Ich wähle Literaturliste lokal speichern aus. Im nächsten Schritt treffe ich die Auswahl, welche Titel übernommen werden sollen, ob nur die markierten, die in der aktuellen Auswahl oder alle Titel des Projekts. Das Speicherformat wählt man auch noch aus. Für den Zitierstil ist der Citavi-Basisstil eingestellt, diesen kann man jedoch ändern. Weiß man den Namen des Stils, so kann man diesen eingeben. Ich entscheide mich für den APA. Man könnte aber auch nach Zitiermethode, Sprache oder Fachgebiet suchen. Nun wird die Datei zum Download bereitgestellt und im Word-Format geöffnet. Wir erhalten eine schöne Literaturliste, bei der wir uns um kein Komma und keinen Punkt mehr kümmern müssen. Natürlich muss man dafür vorher sorgfältige Arbeit in sein Citavi-Projekt stecken. Den Einsatz von Citavi Word Assistant kann ich leider nicht zeigen. Sie finden dazu aber Informationen im Handbuch und ich verlinke ein Video. Bei Fragen rund um Citavi finden Sie Hilfe auf unserer Webseite und Sie können uns auch gerne über das E-Mail-Formular kontaktieren. Jetzt sind Sie dran. Starten Sie Ihr erstes Citavi-Projekt.